Entschuldigung, sind Sie nicht Herr Reichel? I don't understand. Aber Sie sind doch Herr Uwe Barschel. I don't understand. Uwe Barschel. Ja, ist Dr. Parzer. Ich bin mit Herrn Wittmeier verabredet. Lassen Sie Ihr Auto bitte unten stehen und kommen Sie zu Fuß hoch. Ja, danke, ich komme. Ist klar. Ja, wir erreichen die Anträge noch 6-fach nach. 9-fach, ist klar. Aber da muss die Kohle auch rüberrutschen. Spät. Reg dich nicht auf, er ist gerade angekommen. Also gut, machen wir es kurz. Wo ist denn das verdammte Drehbuch überhaupt? Du willst ihm also nicht helfen.
zu der da? Da liegt die Caritas. Dr. Parzer ist jetzt da. Also toll, toll, toll. Ah, da sind Sie ja. Gut hergefunden? Unglaublich, aber wahr. Tag 1. Setzen Sie sich, Herr Dr. Parzer. Wie geht's denn? Ach, duzen wir uns nicht mehr, Heinz. Ganz große Karriere gemacht, was? Ja, die alten Zeiten sind vorbei. Wirklich schade, dass die alten Zeiten vorbei sind. Aber vielleicht ergibt sich ja wieder die Möglichkeit für eine gute Zusammenarbeit. Sie wollen also einen Film über Uwe Barschel machen? Ja, deshalb bin ich ja hier. Wir können natürlich auch über unsere alten Produktionen reden, aber ich glaube, das würde den jungen Mann hier sicherlich langweilen. Wie heißen Sie übrigens? Jürgen Berge. Und? Mein lieber Dr. Parzer, ich will ganz offen sein, ich habe auch nicht so viel Zeit. Ihr Drehbuch hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde es ganz große Scheiße. Das verstehe ich nicht. Fast alle anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die fanden das Buch ausgesprochen gut. Aber die halbe Branche hat das Buch schon abgelehnt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Dass wir hier zusammensitzen, hängt doch nur damit zusammen, weil wir früher mal zusammen gearbeitet haben. Es gibt noch ein paar Interessenten. Aber nein. Was hat Ihnen denn eigentlich nicht gefallen? Ich versuche in meinem Buch schonungslos aufzuzeigen, was in diesem Staat politisch möglich ist. Na und? Was soll das? Ein Film über Barschel. Wen soll das interessieren? Ich meine vom Thema her. Die Leute im Kino interessieren sich weder für Politik noch für Politiker. In den Kennedy-Filmen sind sie auch bloß wegen Kevin Costner reinmarschiert. Landrezki ist endgültig abgehauen. Moment mal. Komm her. Ist ja eigentlich ein interessantes Thema. Ich weiß noch, wie ich damals vor dem Fernseher hänge und wie wir jede neue Wendung des Skandals diskutiert haben. Was war der Barschel eigentlich für ein Typ? Ja. Was war Barschel eigentlich für ein Typ? Geboren im Mai 1944 in einem Luftschutzkeller bei Berlin. Sein Vater, ein kleiner Angestellter, stirbt an der Front. Die Mutter brachte mit Näharbeiten die vier Kinder durch. Kinderkliniken und Kinderheime besuchen ist gut. Organisieren Sie das. Am Welttag der Behinderten müssen natürlich Behinderte ins Landeshaus geholt werden. Wichtig sind auch die Alten. Kurz vor der Wahl würde ich sagen, sollten wir ein paar Ausflüge und Nachmittage für Alte organisieren. Die Presse muss genau ausgewählt werden. Die Familie lebt in einer Flüchtlingssiedlung. In der Schule ist er mittelmäßig, aber immer lernwillig und fleißig. Seine Lehrer auf dem Gymnasium waren fast alle rechtskonservativ und haben ihn politisch geprägt. Ich werde das Sportabzeichen ablegen. Erkundigen Sie sich umgehend nach den Terminen von Schwimmveranstaltungen und Volkswandertagen. Mit 23 Landeschef der Jungen Union, mit 25 stellvertretender Landesvorsitzender der CDU, mit 27 Landtagsabgeordneter, mit 29 Fraktionschef, mit 35 Minister, mit 38 Ministerpräsident. Ein einzigartig schneller Aufstieg. Auch sein Bruder Eike machte eine ganz nette Karriere. Er wird Finanzchef beim Schweizer Konzern Wildleitz, der unter anderem optische Zielschussgeräte herstellt. Die Auswahl der arbeitslosen Jugendlichen muss sorgfältig erfolgen. Keine Randalierer. Gut ist der Discoabend beim Musikfestival. Wenn da was schiefläuft, Pfeiffer, sind Sie dran. Parallel zu diesem Aufstieg machte er sein Studium. Eine seiner beiden Doktorarbeiten schrieb er über die Aufgaben des Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein. Schauen Sie sich mal um, wo Sie den verletzten Hund herkriegen. Der darf auf keinen Fall sterben, sonst ist alles im Eimer. Die Tierfotoaktion muss publik gemacht werden, auch in Jugendmagazinen. Aber das mit dem Hund muss spektakulär sein. Der wird angefahren oder sowas und wir pflegen ihn dann bei uns zu Hause. Er heiratet die 2 Jahre jüngere Freya von Bismarck, die beiden haben 4 Kinder, leben in einer feudalen Villa. In kleinen Verhältnissen ganz nach oben. Luftschutzkeller, Staatskanzlei. Das klingt nicht schlecht. Im Film muss ganz klar rauskommen, dass Barschel gemacht wurde. Hochgepäppelt von Stoltenberg und Co. Und da wären wir bei der nächsten wichtigen Person im Buch.
Den Pastorensohn Dr. Gerhard Stoltenberg, Direktor bei Krupp, ab 1971 Landesvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein, Ministerpräsident, Bundesfinanzminister, Verteidigungsminister. Zurückgetreten und dies wegen zahlreicher Skandale um geheime Waffenexporte, unter anderem nach Israel. Er förderte Barschel, lässt ihn dann aber fallen. Im Dezember 87 sitzt er vor dem Untersuchungsausschuss und leugnet jegliche Mitwisserschaft an Watergate. Wie soll denn Stoltenberg in dem Film heißen? Oder wollen Sie die Originalnamen nehmen? Wir machen doch einen Film über reale Menschen. Sehen Sie, 1987 war die CDU in Schleswig-Holstein 37 Jahre an der Regierung. Uwe Barschel war Ministerpräsident und er war auch der Favorit für die Landtagswahlen im Herbst. Aber sein Gegner Engholm gewann stetig an Sympathie. Barschel musste also auf Nummer sicher gehen und ließ sich vom Springer Verlag einen Mann namens Rainer Pfeiffer empfehlen. Sie sind genau mein Mann. Behnke wird Ihnen den Vertrag zuschicken. Sie wissen Bescheid. Steigerung meines Ansehens und Diffamierung von Engholm. Pfeiffer war ein schmieriger Journalist. Er wurde 83 beim CDU-nahen Weser-Report als Chefredakteur entlassen und wegen übler Nachrede verurteilt. Er hat sogar mal kurz als Trauerredner gearbeitet. Für Pfeiffer war der neue Job ein steiler Aufstieg. Hören Sie zu, Pfeiffer. Wenn ich eine Operation für ein Kind bezahle, das sonst sterben muss, werden sich zu viele melden, die auch eine Operation brauchen und sich dann beschweren, wenn ich sie nicht bezahle. Aber was haben denn Barschel und Pfeiffer konkret gemacht? Da hat der Kieler Untersuchungsausschuss gründlich gearbeitet. Kaum 16 Tage im Amt erhält Pfeiffer von Barschel seinen ersten Auftrag. Überprüfen Sie die Steuererklärung von Engholm und finden Sie etwas. Er findet zwar nicht viel, aber das bauscht er zu einer anonymen Steueranzeige auf. Wenn Engholm nun schwul wäre? Lassen Sie ihn beschatten, bis er schwul ist? Am 5. und am 17.2. erhält Engholm zwei Telefonanrufe von Pfeiffer, alias Dr. Wagner. Pfeiffer teilt Engholm mit, dass dieser wahrscheinlich AIDS habe. Im April versuchte Pfeiffer, den AIDS-Verdacht in der Bild-Zeitung zu veröffentlichen. Es klappte aber nicht und er stürzte sich auf die unabhängige Wählergemeinschaft Schleswig-Holstein. Was haben die Unabhängigen denn für Dreck am Stecken? Betrug und Trunkenheit am Steuer? Das ist doch alles nichts. Außerdem steht fest, dass Pfeiffer versuchte, über den Verfassungsschutz und die Kriminalpolizei extremistische Hintergründe bei Politikern der Grünen nachzuweisen. Schließlich hat Barschel im September, Anfang Oktober, seine Mitarbeiter falsche eidesstattliche Erklärungen unterschreiben lassen, leistete mehrere Meineide und gibt ein falsches Ehrenwort. Ist das nicht eigenartig? Da kommt Pfeiffer, legt sofort los und genauso schnell läuft er zur anderen Seite über. Er hatte doch auch Kontakte zur SPD. Ja, spätestens Anfang September muss auch Engholm Bescheid gewusst haben. Engholm war natürlich überzeugend in der Opferrolle. Vielleicht hat er Barschel auflaufen lassen. Aber dann hätten die doch wohl den Skandal früher vor der Wahl platzen lassen. Eher scheint Pfeiffer den Größenwahn von Barschel erkannt zu haben und ist abgesprungen. Sie müssen mir eine Wanze beschaffen. Wenn die entdeckt wird, wird der Verdacht auf Engholm fallen. Das ist unsere letzte Chance. Barschel soll sogar mal vom Pfeiffer verlangt haben, dass er eine Frau ins Wasser stößt, damit er sie retten kann. Außerdem hat Barschel einen Überfall auf sich selbst geplant. Alle diese Aktionen haben zu Barschel gepasst. Er war ein eiskalter Machtmensch. Ich habe den Typen hier gemacht. Besetzte die Posten in Behörden und Schulen nach Parteiproport. Führte bei einer Brockdorf-Demo das größte Polizistenheer zusammen, das jemals in der BRD auf einem Fleck zu sehen war. Setzte sich für eine Verschärfung des Demonstrationsrechts ein. Rief nach einem Bundessammellager für Asylbewerber. Versuchte immer, sich ins rechte Licht zu setzen. Dabei war er eiskalt. Hat alles seinem Ziel untergeordnet, Bundeskanzler zu werden. Er war gnadenlos. Gegen sich und andere. Schätzte nur Assistenten, die ihm pausenlos nach dem Mund redeten, wie Herwig Ahrensen. Barschel verehrte Karl Dönitz, den alten Nazi, bei dessen Beerdigung er auch zugegen war. Seine hohe Risikobereitschaft spiegelt sich in den vielen Unfällen wider. Überlebte 5 Verkehrsunfälle und am 31.05.87 sogar einen Flugzeugabsturz, bei dem 2 Piloten und 2 Sicherheitsbeamte, das heißt also alle anderen außer ihm, umkamen. Der Flugzeugabsturz,
soll doch durch Manipulation des Leuchtfeuers verursacht worden sein. Wer weiß das schon? Fest steht, dass er über 2 Monate, nämlich bis zum 2.8.87 im Krankenhaus lag. 2 Monate, in denen Pfeiffer weitermachte und sich gleichzeitig absetzte. Und wieder 2 Monate später soll also ausgerechnet dieser Mann, der gerade dem Tod von der Schippe gesprungen war, Selbstmord begehen? Also Feierabend jetzt. Das ganze Zeug, das schon überall veröffentlicht wurde. Ich kann es nicht mehr hören. Wo ist denn da ein Film? Der Mann hat sich umgebracht, basta. In dem ganzen Drehbuch sehe ich nur den erhobenen Zeigefinger von Herrn Dr. Patzer. Genau wie früher. Wenn das alles wirklich so wäre, dann wäre unser System schon längst untergegangen. Ich bin doch kein Idiot. Ich habe doch Fakten und die lege ich euch auf den Tisch. Wieso glauben Sie eigentlich, dass es Selbstmord war? Auf gar keinen Fall war es ein allein durchgeführter Selbstmord. Schon das allein gäbe einen furchtbar spannenden Film ab. Ja, gerade Barschels Tod hat uns doch alle in Atem gehalten. Ja, ja. Aber alles das, was Sie da geschrieben haben, das ist schon längst in Heinrich Berlörs Fernsehfilm drin. Und für einen Kinofilm ist das einfach nicht spannend genug. Was glauben Sie wohl, was die Leute heutzutage ins Kino ziehen? Interessante und spannende Geschichten, oder? Die Menschen wollen emotional beteiligt werden. Sie wollen mit ihren Helden lieben und leiden. Meinen Sie wirklich, dass die Leute immer nur Liebe und Schmalz sehen wollen? Überall werden doch krampfhaft Liebesgeschichten reingeschrieben. Und wie oft gehen diese Milchmädchenrechnungen nicht auf? Ja, was glauben Sie wohl, wie oft die nicht aufgehen würden, wenn keine Liebesgeschichten drin stünden? Die einzige Alternative zu Liebesgeschichten ist Mord und Totschlag. Muss man telefonieren. Mord und Totschlag ist ja drin. Allerdings. Bittmeier, wie weit seid ihr denn? In einer Stunde? Na gut, in einer Stunde, alles klar. Der Tod ist ja auch das einzig Interessante. Aber da hört Ihr Buch leider auf. Wenn es Mord gewesen wäre, könnte man vielleicht einen Film draus machen. Aber es war kein Mord. Da bin ich mir absolut nicht sicher. Und gerade in dieser Richtung habe ich verdammt genau recherchiert. Es gibt noch sehr viele Ungereimtheiten. Deshalb habe ich es vorerst rausgelassen. Aber dieses Mordgerede ist doch reine Spekulation. Journalistengeschreibe. Der Mann hat Selbstmord begangen. Ohne die detaillierte Arbeit der Journalisten gäbe es doch gar keinen Fall Barschel. Und die Selbstmordthese steht doch nach allem, was bekannt ist, auf sehr wackeligen Füßen. Ich brauche eine Flipchart. Herr Bernke, haben Sie sowas da? Anders kann ich den Fall nicht darstellen. Jürgen, hol dem weltbesten Rechercheur sein Spielzeug. Übrigens, wie geht's den Kindern? Und Ihrer Frau? Ich bin geschieden. Ach, das weißt du doch. Schau doch in deinen Computer. Sag mal, der Fall Barschel interessiert dich doch ein Scheißdreck. Das mit deiner Frau tut mir leid. Muss ich vergessen haben, okay? Mein Gott, bist du empfindlich. Ich habe doch gesagt, dass ich Interesse habe. Nun sollten wir uns mal auf den Fall konzentrieren. Und uns wie erwachsene Männer benehmen. Bitte tu das. So. Also, das wissen wir. Am 25.09. tritt Barschel zurück. Am 2.10. gibt er die Regierungsverantwortung an Henning Schwarz ab. Uwe und Freier Barschel fliegen am 6.10. in Urlaub. Am 7.10. sagt Finanzminister Asmussen, dass sich Barschel bereits im Januar nach der anonymen Steueranzeige gegen Engholm erkundigt habe. Sein Ehrenwort vom 18.09. ist damit hinfällig. Seine politische Karriere scheint damit beendet und sein Lebensziel, Bundeskanzler zu werden, unerreichbar geworden zu sein. Thank you.
Vielleicht ist ja genau das die richtige Version. Aber die Spuren und Indizien geben Rätsel auf. Warum hat er sich zum Beispiel angezogen in die Wanne gelegt? Weil er wusste, dass er fotografiert wird. Aus Scham. Sein Anwalt, Professor Samson, sagte, er rief mich von Gran Canaria aus in Kiel an. Am 12.10. wollte er dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung stehen. Am Abend des 11.10. wollte er mit mir in Kiel sprechen. Anschließend führte ein weiteres Telefonat. Mit wem? Nach seinen Aufzeichnungen mit Robert Roloff, einem Informanten, der ihm gegen Pfeiffer helfen wollte. Barschel will sich zuerst in Madrid mit Roloff treffen, beschließt aber dann über Genf zurückzukehren, um ihn dort am Infopunkt zu treffen. Barschel verabschiedet sich am 10.10.87 um 7.30 Uhr von seiner Frau. Sein Flug nach Genf geht um 10.30 Uhr ab Gando. Fast verpasst er ihn. Warum ist bis heute unklar? Vielleicht hat er sich Medikamente besorgt. Vielleicht hat er sich auch mit jemandem getroffen. Um 15.10 Uhr kommt er in Genf an. Der Weltwoche-Mitarbeiter Frank Garbeli lässt ihn am Flughafen fotografieren. Entschuldigung, sind Sie nicht Herr Barschel? What do you want? I don't understand. Aber Sie sind doch Herr Uwe Barschel. I don't understand. Uwe Barschel. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Robert Roloff existiert nicht und Barschel fährt direkt zum Hotel. Nicht ins Hilton, das er gebucht hatte, sondern ins Beau Rivage und begeht Selbstmord. Oder wir glauben seinen Aufzeichnungen und er trifft Roloff. Doch Roloff bietet ihm nichts Weltbewegendes an. Barschel erkennt, dass seine politische Karriere jetzt endgültig beendet ist. Er fährt ins Beau Rivage und fertigt seine Notizen an, um eine falsche Spur zu legen. Fuhr ein paar Mal um Flughafen und traf dann ungestört RR. Heute Abend bekomme ich von Roloff im Noga Hilton Hotel ein Foto von Pfeiffer mit dem Hintermann. Die Quick will Pietro Gattuso, den Taxifahrer, der Barschel befördert haben will, ausfindig gemacht haben. Ich habe Barschel sofort zum Hotel gefahren. Wissen Sie, eine Umrundung des Flughafens ist gar nicht möglich, weil eine der beiden französisch-schweizerischen Grenzübergänge, die dabei benutzt werden müssten, ist für Taxis nicht zugelassen. Aber bleiben wir mal bei Barschels Roloff-Theorie. Was hätte ein Foto mit Pfeiffer und einem Hintermann schon gebracht? Nach den Angaben seiner Vertrauten machte er sonst nie Notizen. Na gut, vielleicht hat er jetzt damit angefangen, weil ihm die Sache so wichtig war. Fast zur selben Zeit starben damals auch, kurz nachdem sie mit geheimnisvollen Informanten zusammengekommen waren, Heribert Amri, österreichischer Botschafter in Athen, und der industrielle Heribert Abfalter an Herzversagen. Was hat denn das mit Barschel zu tun? Jeden Tag gibt's ungezählte merkwürdige Todesfälle. Nun kommt doch mal auf den Punkt, aber gerafft jetzt. Aber Heinz, wir haben ja doch kein Hollywood-Skript vor uns, in dem alles gleich auf den Tisch liegt. Hier geht's doch um die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, verdammt doch mal, lässt sich doch nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Das mag ja alles ganz richtig sein, mein Lieber. Und jeder weiß, dass du viel Hintergrundwissen hast. Aber was hat das jetzt mit Barschels Tod zu tun? Möglich ist auch, dass er Selbstmord beging. Sollte aber ermordet werden. Der Killer kommt so spät und tarnt dann alles als Mord, um sein Honorar zu kassieren. Aber bleiben wir vorläufig auf dem Boden der Tatsachen. Barschel ist ab ungefähr 16.30 Uhr im Hotel. Er führte mehrere Telefonate, in denen er sich nach den Angaben der Angerufenen optimistisch gegeben haben soll. Ich habe Roloff gesprochen. Heute Abend bekomme ich ein Foto. Das war doch alles ein abgekartetes Spiel, um mich reinzureißen. Wenn wir von Selbstmord ausgehen, warum sollte er sich da optimistisch gegeben haben? Damit seine Verwandten keine Angst um ihn bekommen. Wahrscheinlich erscheint mir, dass er, herrisch wie er war, seinen Verwandten Anweisungen gegeben hat. Vielleicht deshalb überhaupt die ganze Aktion in Genf. Anrufe von Herrn Barschel erfolgten um 17.41 Uhr bei seiner Frau, 18.01 Uhr bei seiner Schwester Volke Junkers, um 18.18 Uhr, 18.28 Uhr und 19.08 Uhr bei seinem Bruder. Eike Barschel leugnet diesen dritten Anruf.
Er brauchte vielleicht einen absolut zuverlässigen Helfer. Zur Zeit der Telefonate waren die beiden Sternreporter Knauer und Anders auf dem Weg nach Genf. Ich war gegen 17 Uhr in der Hotelhalle und habe dann in der Hotelbar einen Kaffee getrunken. Danach bin ich wieder nach Hause. Da ich in der Nähe des Beau Rivage wohne, bin ich immer mal wieder vorbei, bis gegen 23 Uhr die Sternreporter kamen. Ich habe Barschel die ganze Zeit über kein einziges Mal gesehen. Eine Prostituierte will doch Barschel um 17.30 Uhr in der Halle des Beau Rivage gesehen haben. Er soll dort mit zwei Männern, von denen einer arabisch aussah, locker geplaudert haben. Die Frau wollte doch mit ihren geheimnisvollen Beobachtungen nur ein bisschen Geld machen. Um 18.30 Uhr lässt er sich vom Etagenkellner Pierre Vergori eine Flasche Rotwein aufs Zimmer bringen, die anschließend spurlos verschwunden ist. Good evening, sir. Evening. May I serve the wine you ordered? Please. What can I do not to be disturbed next time? I'll put this sign on the door and that will take care of it. No, thank you. I'll do it myself. Thank you very much. Good evening, sir. Good evening. Die beiden Sternreporter versuchten mehrere Male, Barschel in seinem Zimmer anzurufen, doch er nimmt nicht ab. Um 23.30 Uhr klopfen die beiden Sternreporter an seiner Tür, horchen. Hallo? Ist hier jemand? Am Sonntag, den 11.10.87, frühstückten die Sternreporter um 7 Uhr. Zwischen 9.30 Uhr und 11.50 Uhr versuchten sie mehrmals, Barschel in seinem Zimmer anzurufen, aber er nahm nicht ab. Um 12 Uhr geht Knauer in den dritten Stock. Ich habe genau gesehen, wie um 11 Uhr der Gast von Zimmer 317 das grüne Schild Zimmer aufräumen ausgehängt hat. Und um 11.30 Uhr hing dann das Schild Bitte nicht stören da. Barschel kann das nicht gemacht haben. Er war um 11 Uhr schon tot. Um 12.42 Uhr... Hallo? Thank you.
13.30 Uhr war das Badewasser noch lauwarm. Ich nahm also an, dass er erst vor kurzem gestorben sei. Ich verständigte die Hoteldirektion, die Polizei und dann rief ich sofort die Redaktion an. Bei der ersten Obduktion in Genf wurden zwei Blutergüsse auf der Stirn und am Rücken festgestellt. Und ein dritter Bluterguss am Hinterkopf, obwohl er faustgroß war, erst bei der zweiten Obduktion in Hamburg. Bei der Obduktion wurden 8 Arzneimittel gefunden. Ich habe mir das hier mal notiert. Barschel wird geringe Mengen von Diazepam und Nordiazepam vor dem Flug als Beruhigungsmittel genommen haben. In hochgiftiger Dosierung wurde Cyclobarbital, ein starkes Schlafmittel, nachgewiesen. Dieses hat er in tödlicher Dosierung zuletzt eingenommen bzw. bekommen. Ebenfalls in Magen, Urin und Blut wurden in hoher Dosierung gefunden Pyrithiodine, ein hypnotisches Beruhigungsmittel, das seit 1982 in der BRD nicht mehr im Handel ist. Pyrithiodine war in Europa 1987 nur noch in der DDR und in Dänemark erhältlich. Diphenhydramin, ein Mittel, das Erbrechen verhindert, und Perazin, ein Tranquilizer, oft als chemische Zwangsjacke benutzt. Es wurden keine Medikamentenpackungen im Zimmer gefunden. Die kann er ja vorher beseitigt haben. Barschel ist in etwa nach der Broschüre der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben umgekommen. Hotelzimmer, Medikament und Badewanne werden da empfohlen. Doch die Selbstmordhelfer empfehlen kein einziges Neuroleptikum, wie das bei Barschel festgestellte Perazin, da dieses nur selten zum Tod führt und wenn, dann unter qualvollen Krämpfen. Wie konnte er das alles einnehmen und dann noch sein Glas spülen? Viel spricht auch dafür, dass er die Medikamente aufgelöst oder in Tropfenform zu sich genommen hat. Denn Tablettenreste wurden ja weder im Zimmer noch an ihm gefunden. Aber wie aufgelöst? Beziehungsweise woher Tropfen? Barschel kann das tödlich wirkende Cyclobarbital gar nicht eingenommen haben und anschließend alle Spuren beseitigt haben. Nach der Einnahme der Medikamente muss er in einem hypnotischen Dämmerzustand gewesen sein. Anders ist das gar nicht möglich. Der Nachtportier Alain Di Natale sagte vor Journalisten später: Dieser Gast kam einen Tag vor Barschel und wohnte im zweiten Stock. Doch am nächsten Tag wohnte er auf einmal im dritten Stock, also auf Barschel-Etage. Und es war trotzdem kein Mord. Es hätte ihm jemand beim Selbstmord helfen können. Der Sterbehelfer hätte ihm die Medikamente einflößen und die Packungen beseitigen können. Barschel hätte diesen Sterbehelfer sicherlich schon vorher gesprochen. Aber in Genf hatte er nur mit seinem Bruder Kontakt. Na gut, dann war es eben der Bruder. Aber warum verhielt sich dann die Polizei so eigenartig? Sie setzte später den Nachtportier derartig unter Druck, dass er seine Aussage widerrufen hat. Warum sicherte sie die Spuren am Tatort so schlecht, dass von Vertuschung geredet werden muss? Was hatte die Polizei denn zu befürchten? Was die Polizei zu befürchten hat, ist die falsche Frage. Wer der Einfluss auf die Polizei, muss die Frage lauten. Aber das ist doch auch wieder nur Spekulation, du mit deinen geheimen Mächten. Welche Fragen stützen denn deine Mordtheorie? Warum wurden die Verpackungen der tödlichen Medikamente nicht gefunden? Wer trank den Whisky aus der Minibarflasche, die leer im Papierkorb lag? Und wer spülte sie aus? Das alles hätte auch ein Sterbehelfer machen können. Sorgt dafür, dass er pünktlich hier ist und die Anweisungen befolgt, die auf dem Bett liegen werden.
Und der hat dann auch die Flasche Rotwein getrunken. Denn Barschel hatte ja keinen Alkohol im Blut. Warum hatte er sich eigentlich den Wein kommen lassen, wenn er ihn doch nicht trinken wollte? Vielleicht hatte er sich Barschel anders überlegt, als der Rotwein schon gebracht worden war. Vielleicht befürchtete er Komplikationen mit seinen Medikamenten und hat deshalb nicht getrunken. Oder er hat seinen Bruder erwartet, der ein Weintrinker ist. Oder sein Bruder war am Abend sogar da. Aber warum sollte, wer auch immer sie ausgetrunken hat, die Flasche mitnehmen? Denn die war ja nicht mehr auffindbar. Ja, Horst, ihr seid fertig. Du, wir hier noch nicht. Nein. Nein, wir müssen verschieben. Ja, auf morgen. 10 Uhr? Ja, morgen 10 Uhr, alles klar? Gut. Sein Bett war definitiv unbenutzt. Was war mit seinem Kalender? Teile der Tage vom 17. bis 19.01., vom 6. bis 8.06. und vom 19. bis 21.12. waren aus seinem Kalender entfernt worden. Warum war an Bartels Schuhen Schmutz? Warum waren auf der Badewannenvorlage und an einem Handtuch Flecken? Und warum lagen Haare und ein Knopf auf der Erde? Ja, und wie erklärt sich das Gepolter um 4 Uhr nachts? Mein Kollege Ramusch und ich hörte dann um 4 Uhr nachts plötzlich ein heftiges Geräusch. Es war dumpf laut und dauerte vielleicht 10, 20 Sekunden. Wir dachten, es ist wahrscheinlich auf dem Flur und liefen hoch. Aber wir sahen nichts. Die Sterbehelfertheorie könnte einige dieser Fragen beantworten. Schon. Aber hat nicht auch andere ein dringendes Interesse daran, Barschel loszuwerden? Ein Informant sagte mir, dass Barschel Kontakte zu Adnan Khashoggi gehabt hätte. Ja, bevor Barschel hauptberuflich in der Politik loslegte, war er ja Anwaltssozius in der Kanzlei von Hans-Michael Moll, der 1986 starb. Und Moll hatte enge Kontakte zum BND und zum Verteidigungsministerium. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass der BND zusammen mit der Kieler Regierung regelmäßig Waffengeschäfte mit Südafrika, Saudi-Arabien und Israel durchgezogen hat. Barschel hatte Kontakte in der DDR. Er fuhr oft zweimal im Jahr rüber und wurde dabei von der Stasi bespitzelt. Wir stuften ihn als rechtskonservativ ein, der eine Vorliebe für Alkohol und Frauen hatte. Als er Ministerpräsident wurde, da hat er sich uns gegenüber immer großkotziger verhalten. Er hatte auch Kontakt zu Roland Ulich, der als Waffenhändler im Auftrag von Charles Kolokowski tätig war. So,
20. bis 24.08.79 in Dresden, Cottbus, Leipzig, 81 in Magdeburg, 82 in Rostock, 1. bis 4.06.82 in Magdeburg, Erfurt, Leipzig. Nehmen wir mal an, Roloff wäre existent gewesen. 30.01.83 in Ostern. Woher sollte er Barschels Urlaubsnummer auf Gran Canaria gehabt haben? Schwerin und nicht nur die Kieler Staatskanzlei hatte die Nummer. Auch die Stasi könnte sie gehabt haben. In Dresden, mein Gott, jede Fahrt haben die genau aufgelistet. Seine Gespräche wurden schon seit einiger Zeit mitgeschnitten. Aber er hatte auch Kontakt zu uns und zu den Israelis. Sie wissen ja selbst, dass er in Genf die Nummer der israelischen Botschaft aus Bonn bei sich hatte. Da er die Nummer rückwärts aufgeschrieben hatte, wird der Kontakt ja wohl inoffiziell gewesen sein. Warum sollte der vermeintliche Entlastungszeuge Roloff für die Stasi arbeiten? Ganz einfach. Weil es bei der Stasi tatsächlich einen Offizier gegeben hat, der Herbert Roloff hieß. Doch die Namensüberschneidung mit Robert Roloff kann Zufall gewesen sein. Entweder hat Barschel ihn erfunden, oder es war jemand, der ihn in eine Falle locken sollte. Der Lockvogel kann auch ein anderer gewesen sein. Am Freitag, den 9.10.87, fliegt Privatdetektiv Werner Maus nach Genf. Maus landet um 12.05 Uhr in Frankfurt, wo seine Frau und ein Unbekannter zusteigen. Landet um 13.32 Uhr in Genf. Der Unbekannte bleibt in Genf, während Maus und seine Frau um 13.54 Uhr nach Zürich fliegen und um 21.08 Uhr wieder in Genf landen. Normalerweise steigt er in Beau-Rivage ab. Doch jetzt, wo Barschel dort wohnt, geht er ins Le Richemont, das unmittelbar ans Beau-Rivage grenzt. Am Sonntag, den 11.10.87, fliegt er um 12.51 Uhr, also kurz nachdem Barschel tot aufgefunden wurde, nach Frankfurt und kommt um 17.14 Uhr wieder nach Genf, wo er um 17.42 Uhr wieder abfliegt und um 18.49 Uhr in Düsseldorf landet. Die Genfer Polizei leugnete später die Anwesenheit von Maus. Maus wurde von seinem Freund Louis Demartin gedeckt im Geschäft der ersten Sektion der Genfer Kripo. Ein Verfahren gegen Maus verläuft im Sande, obwohl ein Sternfoto belegt, dass Maus Pfeiffer seit 1964 kannte. Außerdem meinte ein Maus-Mitarbeiter, dass das Beau-Rivage vom CIA genutzt wurde, da dort Leute gut zu kontrollieren waren. Zur selben Zeit residieren in Genf die Waffenhändler Adam Khashoggi, Mansour Bilbassi, Josef Messerer, in dessen Notizbuch man den Namen Barschel gefunden hat, und Alex Illich. Außerdem Anat Khomeini, der Sohn des Revolutionsführers, und sein Waffeneinkäufer Rafik Dust. Weiterhin die Agenten Rainer Jacobi und Dirk Stoffberg und der Waffenhändler John de la Roque. In Genf gibt es nun also eine Konferenz, in der es um die Befreiung der Geiseln geht. 5 Wochen vorher war der Siemens-Techniker Alfred Schmidt für 18 Millionen aus dem Libanon freigelassen worden. Maus war der Vermittler. Er soll jetzt den Höchstmanager Rudolf Cordes freikaufen. Doch Teheran will kein Geld. Es will Waffen bzw. U-Boote von der Howaldtswerke Deutsche Werft AG in Kiel. Der Iran hatte einige Erfahrungen in solchen Geschäften, bekamen sie doch von den USA Waffen und zahlten dafür Millionen über Schweizer Banken an die Contras in Nicaragua. Der Schah hatte 250 Millionen D-Mark Anzahlung für U-Boote geleistet, aber durch Revolution und Irakkrieg hatte die AG den Auftrag eingefroren und die 250 Millionen D-Mark behalten. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich von der ganzen Sache halten soll. Der Schlüsselpunkt, die unerlaubte Lieferung von U-Boot-Plänen nach Südafrika. Für illegale westdeutsche Waffenexporte wurden DDR-Läger, Häfen und Transportunternehmen zwischengeschaltet. War Barschel über Stoltenberg involviert? Waren also seine Reisen in die DDR Geschäftsreisen in Sachen Waffen? Wenn ja, würde auch eine Beziehung von Franz Josef Strauß über die Kanzlei seines Sohnes Max zu Schalk möglich sein. Und das wäre dann auch wieder der Grund, warum gegen Schalk noch immer kein Verfahren eröffnet wurde. Tja, die Großen kommen immer davon. Schon erstaunlich, dass ausgerechnet Schalk, Golodkowski und Markus Wolf noch nicht im Gefängnis sitzen. Das ist es ja eben. So viel Mühe sich auch bestimmte Journalisten gegeben haben, es reicht nicht aus. Man muss schon hinter die Kulissen schauen. Unsere Männer sind ebenfalls am Ort. Welche Informationen vergibt wer, an wen und warum?
Warum liegen uns zum Beispiel bestimmte Informationen vor? Und andere kommen gar nicht oder erst nach Jahren ans Tageslicht. Wenn nicht einzelne Menschen die realen Verhältnisse aufschreiben würden, gäbe es doch nur noch PR-Berichte. Woher wissen wir zum Beispiel etwas über die Geschichte der Vereinigten Staaten? Aus Western mit John Wayne. Fackeln im Sturm mit Patrick Swayze war auch sehr lehrreich. Oh ja. Dass es von Anfang an in der Hand von einigen wenigen Männern war, die zur Vermehrung ihres Reichtums gezielt Verbrechen begingen. Vanderbilt zum Beispiel. Er wurde Ausrüster der Nordstaaten im Bürgerkrieg und verkaufte sich selbst seine eigenen maroden Schiffe, auf denen dann Zehntausende von Soldaten untergingen. Ich weiß ja, worauf du raus willst. Aber ich dachte, der erhobene Zeigefinger wäre erledigt. Da steht ja schon alles in den Büchern, Mann. Nun komm doch mal zurück auf deinen Fall. Also gut, zurück nach Gran Canaria. Barschel war von seiner eigenen Partei fallen gelassen worden. Er fühlte sich allein und im Stich gelassen. Er telefoniert mit dem Bildredakteur Hans-Erich Bilges. Wie bitte? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Die haben mich einfach fallen lassen? Aber nicht mit mir. So, und jetzt kommt das entscheidende Detail. Er schickte ein Telegramm an den Fraktionsvorsitzenden Kribben. Leider bin ich jetzt in meinem Kampf für die Erhellung der vollen Wahrheit fast auf mich allein gestellt. Aber ich werde kämpfen, damit die volle Wahrheit ans Licht kommt. Barschel war jetzt für alle zu einem unkalkulierbaren Risiko geworden. Die staatseigenen Kieler Hohwalzwerke Deutsche Werft AG hatten 85 zusammen mit dem Lübecker Ingenieurkontor illegal Konstruktionspläne nach Südafrika geliefert. Die Bundes- und die Landesregierung wussten alles. Als der Skandal 86 publik wurde, untersagte zwar die Bundesregierung weitere Lieferungen und der Generalbundesanwalt ermittelte auch, aber nicht wegen militärischem Geheimnisverrat. Die Oberfinanzdirektion in Kiel verhängte nur ein Bußgeld, das sogar nach Barschels Tod überhaupt nicht mehr gezahlt wurde. Sie stellte 88 die Lieferungen ein, aber offensichtlich keineswegs die HDW ihre Lieferungen. Das Telegramm an Kribben muss blanke Panik bei anderen Politikern ausgelöst haben. Ja, ja. Barschel wusste genug, um einen Haufen Politiker ans Ende ihrer Karriere zu befördern. Ich frage Sie noch einmal, haben wir Ihre Rückendeckung? Okay, dann betrachten Sie Barschel als tot. Roloff ist Maus oder der Mann, den Maus mitbrachte. Maus hat die Killer wieder außer Landes geflogen. Maus muss nicht unbedingt mit der Sache etwas zu tun gehabt haben. Killer können auch von irgendwo anders herkommen. Die Sternreporter konnten ihn abends nicht erreichen, weil er gar nicht da war. Er hatte Besuch erwartet, Rotwein bestellt, war aber abgeholt worden. Anscheinend zu einem Gespräch. Barschel war doch nicht verrückt. Da wäre er doch nie mitgegangen. Wieso? Er musste sich doch an jeden Strohhalm klammern. Okay. Ich komme rüber.
Bereits am 15.10. scheinen sich Kiel und Genf auf Selbstmord geeinigt zu haben. Die Basler Zeitung schrieb darüber. Nach sehr zuverlässigen Informationen, welche die BAZ bekam, haben die politischen und die Justizbehörden von gewichtiger deutscher Seite und über mehrere Kanäle den Wunsch übermittelt bekommen, dass es in aller Interesse wäre, wenn man diesen Fall als Selbstmord einstufen könnte. Deshalb sind fast alle Ermittlungsresultate von Journalisten erzielt worden. Die Selbstmordversion ist abgesichert, also wie geplant, serviert ihn ab. Die Behörden hatten gar kein Interesse an einer anderen Lösung. Ich hatte doch eben schon gesagt, dass die Ermittlungsbehörden total versagten. Wichtige Zeugen wurden gar nicht vernommen. Und von anderen Zeugen verschwanden die Aussagen. Ich wiederhole, keine Fotos vom Hotelzimmer, keine Fuß- und Fingerabdrücke und keine Urinprobe. Selbstmord, das muss sofort rausgegeben werden. Sofort alle Ermittlungen einstellen. Haben Sie verstanden? Sofort. Die völlig unerfahrene Untersuchungsrichterin Claude Nicole Nardin muss den Fall übernehmen. Sie einigt sich am 16.10. mit allen beteiligten deutschen und Schweizer Behörden auf Selbstmord. Eike Barschel wirft der CDU und Chef Stoltenberg vor, sie hätten versucht, seinen Bruder politisch zu eliminieren. Sein Anwalt fühlt sich bedroht und legt das Mandat nieder. Der CDU-Abgeordnete Graf Kerschenbrock setzt sich im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss für eine lückenlose Aufklärung des Falles ein und wird dafür von der eigenen Partei aus dem Ausschuss entfernt. Maus braucht gar nicht auszusagen. Und Stoltenberg kommt mit den üblichen Floskeln davon. Bis heute schweigen alle politischen und juristischen Stellen. Der Fall kann noch nie gelöst werden. Weil er nicht gelöst werden soll. Wir haben ihn. Damit ist die Sache für uns erledigt. Ab jetzt läuft alles wieder auf Ihrer Ebene. Ende. Die drei Killer waren Profis und sind Insider namentlich bekannt. Heinz, das ist der Zündstoff. Wir müssen diesen Film machen. Nur so können die Behörden unter Druck gesetzt werden. Stoltenberg, Kohl, der BND und so weiter werden aussagen müssen. Die Stasi-Spur, die erst 1992 auftauchte, also zu einer Zeit, wo der Stasi eigentlich isoliert werden sollte, kann vom BND gestreut worden sein. Es müssen nicht Stasi-Killer agiert haben. Es können auch direkt Männer vom BND gewesen sein. Unter Umständen mit Wissen oder in Zusammenarbeit mit Maus und im Auftrag der Regierung. Die deutsche Regierung wird doch nie einen Mordauftrag erteilen. Regierungen sind doch nur Befehlsempfänger. Der Zugpatzer. Da hört für mich der Spaß auf. Geld bestimmt doch, was die Leute denken und kaufen sollen. Was ihre Wünsche sind. Das Manko ist nur, dass Geld seine Macht nicht direkt ausüben kann. Seine Mittelsmänner, die Politiker, müssen vom Volk gewählt werden. Und sie werden gewählt, weil Geld die Medien kontrolliert. Und da wären wir wieder bei meiner Feststellung vom Anfang. Wer die Informationen vergibt, der hat auch die Macht. Warum steht nur in ganz wenigen politischen Magazinen, dass zum Beispiel die SPD vom MAD beschattet wurde? Dass im Auftrag von Manfred Wörner Rau und Engel überprüft wurden? Sag mal, wer soll das Ding eigentlich co-produzieren? Du weißt doch, wie empfindlich die Leute sind. Was meinst du denn dazu? Die Story ist spannend. Sind die drei Killer wirklich namentlich bekannt? Ja. Ich habe eindeutige Aussagen. Für so einen Hammer muss doch Geld da sein. Kriegen das Buch bei der Förderung und beim Fernsehen die Falschen in die Hand, ist Sense. Und mit Product Placement ist bei dem Stoff sowieso nicht viel rauszuholen. Und ohne Förderung und Fernsehen gibt's keinen Verleih, der eine Garantie ausspuckt. Tja, einfach wird's nicht. Im Übrigen ist das doch wirklich ein Dokumentarfilm. Von der ganzen Anlage her. Und da bin ich natürlich nicht dein Ansprechpartner. Mit Dokumentationen erreicht man doch niemanden mehr. Um jemandem mit einem solchen Fall beizukommen, da muss das in einen Spielfilm gepackt werden. Und dann die ganzen Klagen, die auf einen zukommen. Ja, ja, das hast du ja früher auch immer gesagt. Außerdem, einstweilige Verfügungen bringen Publicity. So läuft's doch bei euch auch immer, oder? Nicht nur, dass ich durch solch einen Film beruflich ruiniert werden könnte. Auch die Sicherheit meiner Familie steht auf dem Spiel. Wenn sie Barschel umlegen konnten, dann können sie uns alle umbringen. Für dich mag das nicht so wichtig sein, Otto, aber ich bin immerhin 30 Jahre lang glücklich verheiratet und ich möchte auch ganz glücklich in Rente gehen. Ja, ja, Hauptsache mir geht es gut. Damals hat er auch Schiss bekommen, als wir den Film über Stammheim drehen wollten. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Ich bin nur rechtzeitig von dem entgleisenden Zug abgesprungen. Sag mal, warum musst du mit deinen Filmen immer unbedingt jemandem wehtun?
Ja, begreifst du denn nicht, dass man den Menschen sagen muss, welche kriminellen Machenschaften im Staat vor sich gehen? Dass man ihnen sagen muss, wer die wirklichen Drahtzieher sind? Was ist das alles so idealistisch, so naiv? So gegen den Strom zu schwimmen, hat sich noch nie ausgezahlt. Lass es uns doch einfach versuchen. Lohnt es sich denn wirklich, immer mehr Filme zu drehen, in denen nur Lügen und Klischees verbreitet werden? Denk doch mal an Orson Welles. Oder an Filme wie Messer im Kopf. Oder Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Die Zeiten haben sich geändert. Und die Ansprüche auch.